So, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu The Book of the Unwritten Tales. Ich schau mal, was hier los ist. Und dann sehe ich mehr, sag ich mal. Erstmal hier diese beängstigende Musik. Es ist ja wohl unglaublich. Betrachte den Kristall. Die Kristalle brauche ich, um das Tor drüben zu öffnen. Alleine werde ich das aber nicht schaffen. Da ist ja Mist. Kann ich den trotzdem mitnehmen? Nummer 1 haben wir schon mal. Und Nummer 2 nehmen wir uns auch mit. So viel Zeit muss sein. So, ich guck mal hier rein, was hier los ist. Bin mal gespannt gerade. Okay. Das ist sowas wie ein Rätsel. Ah, ich verstehe. Man muss ein Opfer bringen, damit du dich öffnest. Ja. Und nun, öffne dich! Nee, du, ich glaube, das ist das falsche Opfer. Hm. Ich befehle dir, öffne dich! Ach, wie oft muss man es dir denn noch sagen? Du sollst dich öffnen! Wir lassen den da mal ein bisschen weiter rumhampeln. Und ich gucke mal, was hier ist. Oh, Zylinder. Den nehmen wir uns wieder mit. Genau. Was können wir jetzt hier sonst noch machen? Wir haben ja nur diese Vorrichtung. Aha. Was haben wir denn alles? Öserdin. Ja, das hatte ich zwar nicht vor, aber schmiere den Boden mit Öl ein. Das ist doch mal eine schöne Idee. Komm, mach es. Tu es. Da waren tote Fische im Öl. Oh super, Panda Pure Spiel Call of Duty. So, kann ich den jetzt hier irgendwie anlocken? Hier Hebel ziehen? Betrachte das Ding, das drehende Teil. Die Konstrukteure werden sich schon etwas dabei gedacht haben. Vielleicht. Was heißt denn hier vielleicht? Auf jeden Fall kann ich da mit einem Paddel... Ich habe die Maschine verbessert. Oh ja. Nochmal. Cool. Was können wir denn jetzt hier machen, Mensch? Du sollst dich hier, Hex-Hex. Öffnen! Nee, kein Hex-Hex. Nein, ich will doch nicht da rein wieder. Komm, wir gucken uns den Kauz mal an. Ich gehe lieber nicht zu nah ran. Ich kann keinen Kampfzauber. Und ein Kaninchen ist er auch nicht. Ob ich mich ihm im Duell stellen soll? Ja! Diplom-Magier gegen Hexenmeister, Licht gegen Schatten, Gut gegen Böse, Gnom gegen... Tote? Wir müssen den doch irgendwie hier, ablenken können. Also das haben wir schon mal. Was können wir denn noch machen hier? Nein, nicht nach draußen, Wilfur, nicht nach draußen. Ich werde dich zerstören. Dich und deine ganze Familie. Ich gehe lieber nicht zu nah ran. Ja, das wissen wir ja. Ich muss doch hier drinnen noch irgendetwas haben. Wenn wir den jetzt hier schon reingelockt haben und der hier ein Paddel vor den Kopf kriegt, müssen wir doch das irgendwie machen können hier. Mach doch mal hier Hex-Hex, Mensch. Los, Hex-Hex. Schicken wir das mal da rein. Das kommt dann nur hier oben wieder rausgeschossen. Und zwar mit einem Affenzahn. Das nehmen wir uns nochmal. Das nehmen wir uns nochmal. Ich werde dich zerstören. Dich und deine ganze Familie. Der spricht mit dem Tor. Nicht zu vergessen, Leute. Der ist leicht dämlich. Nicht nur leicht, der ist voll dämlich. Aber ist ja eine andere Sache. Habe ich hier irgendwas, was ich mitnehmen kann? Eine Angel! Hier, guck mal, ich habe eine Angel. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Angel wirklich richtig bin. Ich glaube, ich hätte mich erstmal ausloggen sollen bei Steam. Ja, das ist ja, das gibt's ja nicht. Ich habe jetzt eine Angel. Kann ich die Angel mit irgendwas hier
kombinieren? Ne, erstmal nicht. Das ist der einzige Weg aus dem Tempel. Ja, dann nutz mal. Kleine Hände, dicker Bauch. Keine optimalen Voraussetzungen. Ach, los, schaffst du. 3, 2, 1. Das war gar nicht so schwer. Gut, dann mal ab rein da. Nein, von Trollen habe ich gelesen. Sie sind nicht sehr nett. Nee, und nett sind sie auch nicht. Hä? Was? Warum lassen sich so erfahrene Abenteurer wie die beiden von den Bösewichten gefangen nehmen? Das passiert, wenn man mit undiplomiertem Personal arbeitet. Naja. Okay, Wilbur. Was hast du über Trolle gelesen? Sie sind groß und hässlich und nicht sehr nett. Sie trinken Blut, wenn Vollmond ist. Und wenn man ihren Namen sagt, zerfallen sie zu Meeresschaum, weil sie kein Sonnenlicht vertragen. Nein, Moment. Da stimmt was nicht. Das stimmt. Das hast du... Solange er da so herumsteht, würde er mich bestimmt bemerken, sobald ich den Tempel verlasse. Können wir hier was mit der Angel machen? Warte mal, warte mal. Man muss ja hier alles erstmal ein bisschen ausprobieren und testen und gucken und schauen. Kann ich den verhexen? Hier, in ein Kaninchen bitte. In ein Schaf meine ich. Aber es ist ja kein Kaninchen. Warum lassen sich so erfahren, was passiert, wenn man... Ja, das kennen wir ja jetzt schon. Was habe ich denn hier noch? Was habe ich denn hier noch? Nur betritt den Tempel eigentlich. Die Nischen sind auch zu. Hier unten finden wir auch nichts. Da ist mein Inventar. Das war der Panda-Bär. Ich glaube, ich muss das gleich mal ausstellen, wenn ich hier wieder durch bin. Ich habe hier eine Angel. Mit der Angel kann ich da mit der Angel hier irgendwas noch anderes machen? Komm, erstmal hier rüber wieder. Schwuppdiwupp. Hier Nische ist nix. Gehe zum mittleren Raum, klettere in den Schacht, klettere in meinen Schacht. Ich glaube nicht, dass da unten noch etwas ist, das mir weiterhelfen könnte. Und verstecken muss ich mich auch gerade nicht. Naja, ein bisschen eigentlich schon. Du willst es nur nicht einsehen. Auch hier ist wieder diese dramatische Musik. Jetzt mittleren Raum. Ich habe die beiden Diamanten mitgenommen. Hier, gibt's hier noch irgendwas, was ich übersehen habe? Mittleren Raum, bla bla bla, mein Inventar. Ich werde dich zerstören! Dich und deine ganze Familie! Liegt hier unten noch irgendwas? Betrachte Metallstange. Ich weiß nicht, wie sie ist. Sie wäre mir sowieso zu unhandlich. Dann benutzen wir die mal und gucken, ob wir damit irgendwas hier aufblinkt. Du sollst dich! Oh, betrachte Steinchen, na, das ist doch super. Das sind einige schöne, runde Steinchen. Nimm die kleinen, schönen, runden Steinchen. Ich gehe lieber nicht zu nah ran. Ich kann keinen Kampfzauber und ein Kaninchen ist ja auch... Dann benutzt die Angel mit den schönen, runden Steinchen. Habe ich jetzt schon ein Steinchen? Nee. So, nutze Steinchen. Ich werde dich zerstören. Dich und dein... Was zum... Genau, jetzt mal schnell hier hinter. Und verstecken. Pass auf. Nein. Ach, ist ja immer noch Bildsequenz. Irgendwas hat jetzt hier gerade nicht geklappt. Irgendwas hätte ich noch machen müssen. Ist hier denn noch was drinne? Nee, nur schließe die Schublade. Na gut, dann wieder raus. Ich werde dich zerstören. Und wir beschmeißen den Knöch nochmal mit ein paar Steinchen. Ich und deine ganze Familie. Was zum... So.
Pass auf. Jetzt klappt's. Pass auf, jetzt klappt's. Gleich klappt das, was ich vorhabe. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das. Oder auch nicht. Will der mich verarschen hier oder was? Ja, da kriegt ihr eins mit dem Paddel. Das haben wir ja schon mal. Kann ich hier irgendwas noch dranhängen? So, noch ein paar Steine? Nein, das? Aber wir schaffen es jetzt schon mal mittlerweile, den hier reinzulocken. Das ist ja schon mal viel, viel wert. Ich weiß zwar nicht warum. Mit diesem Gerät kann man diese Behälter ins Rohr einschleusen. Ja, sag ich doch. Wenn wir das hier machen, da können wir doch damit schießen. Genau. Damit können wir den doch bestimmt K.O. schießen. Aber ich kann hier nichts machen. Der guckt hier, tut so und macht weiter und... Ach, ist das wieder verwirrend hier. Ist das wieder alles verwirrend. Gibt es doch nicht. Oh, ja. Nein. Nee. Ich werde dich zerstören. Es muss einen Sinn haben, dass ich wir ihn hier Familie. Jetzt mit Steine beschmeißen was können. Und dass wir das Paddel vor allen Dingen da oben drauf gemacht haben. Aber ich kann das hier jetzt die ganze Zeit nicht auswählen. Ich kann ja gar nichts auswählen gerade. Nee, das klappt nicht. Also, das heißt, ich nehme jetzt nochmal das Paddel hier raus. Meine Erfindung. Das muss ich unbedingt Opa erzählen. Ja, kann ich das jetzt hier nicht wieder rausnehmen, oder was? Meine Erfindung. Also ich vergesse... Irgendwas habe ich hier jetzt gerade vergessen. Kannst mir sagen, was du willst. So. Machen wir einfach mal die Schublade auf. Ich werde dich zerstören. So viele Varianten dich haben wir ja jetzt hier nicht mehr. Ganze Familie. Och, der geht mir auf den Keks, der Typ. Ich und deine ganze Familie. Bla 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 bla. Ach nee. Ah. Hört sich an wie Goofy. Jetzt, da ist es, da, jetzt hier, komm. And finally, you get cranked. Wonderful. What's now? Stop it. Oh. Wir schließen ein, das ist auch gut. Alles klar, damit haben wir irgendwas geschafft. Also der Typ ist schon mal beseitigt. Und wir gucken mal, was er hier als Opfergabe reingeschmissen hat. Was hat der Hexenmeister doch hier reingelegt? Ja, hab ich doch gesagt. Ein Spiegel. Oh. Noch was? Nee. Was ist das für ein Spiegel? Kann ich hier irgendwas mitmachen? Hm. Ich gehe mal hier im Schnellvorgang hier wieder raus. Und bin mal gespannt, was der Spiegel macht. Ich denke mal so, da wir einen Hexenmeister jetzt schon weggeschlossen haben. Komm schon, hinüber. Und jetzt hier hinaus. Können wir doch bestimmt etwas mit dem Spiegel und dem Troll machen. Huhu. Vielleicht war das keine gute Idee. Ach komm, wir gucken einfach mal, was passiert. Ja. Nochmal? Ich sollte ihn nicht noch wütender machen. Wenn ich ihn das nächste Mal blende, sollte es besser auch das letzte Mal sein. Warum lassen sich so etwas passiert, wenn man mit... Der Troll würde mich entdecken.
Solange der Troll da... Gut. Also jetzt brauchen wir irgendwie mal einen Plan hier. Nur was für einen? Ich weiß es nicht. Also blenden kann ich ihn schon mal nicht. Blende den Troll mit dem Spiegel. Die beiden kann man auch nichts machen. Hier Bienchen, Blümchen, Feuerfliegen. Nein. Betrachte die Klippe. Da geht es viele Meter steil hinab. Ivo hat ganz schön geschnauft, nachdem sie die Angel eingeholt hatte. Was hatten wir hier noch? Ach, das ist immer noch betrachte die Klippe. Klippe, 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 Klippe. Betrachte Ivo und Nate. Die sind gefesselt. Die haben keinen Bock mehr mitzuspielen hier. Puh. Irgendwas fehlt mir doch jetzt immer noch. Ja, komm, Apfelwurf wieder rüber. Ja, liebe Leute, nicht verzweifeln. So ist das in einem Adventure. So. Komm, geh mal hier runter und jetzt mal hier rüber. Hallo, beweg dich! Weißt du, unten ein kleines... Orangenes Irrlicht. Dann versuchen wir jetzt mal das. Vielleicht könnte ich alleine beide Kristalle berühren, wenn sie in den Halterungen sind. Nein. Ich brauche die Hilfe von Nate oder Ivo. Ja, du sollst die doch erstmal einsetzen. Vielleicht könnte ich alleine... Kennen wir ja. Kennen wir schon. Betrachte das Tor. Ob sich dahinter die Schatzkammer mit dem Artefakt befindet? Oder nur weitere Türen und Tore? Mit der Einstellung wirst du es nie erfahren. Vielleicht könnte ich... Ja, ist gut. So, was habe ich denn jetzt hier zu tun? Betrachtet diese Tür. Ich habe die Tür verkeilt. Der kommt da so schnell nicht raus. Das ist ja super. Kann ich hier irgendwas mit dem Spiegel machen? Hier kann ich überhaupt noch nichts mehr machen. Nicht mal die Eisenstange ist mehr da. Ach, Menno, das Schiffchen hier da unten leuchtet irgendwas, kann ich auch nicht nehmen. Geh hinaus, geh hinaus, geh hinaus, Bilur. Ich muss doch trotzdem irgendwas, muss ich doch absolut übersehen haben wir jetzt gerade. Da geht's nicht lang. Hier drüben will er auch nicht mehr runter. Ich glaube nicht, dass... Dann... Türen öffnen ist auch nicht so. Schwing dich nochmal rüber. Das heißt, wir müssen nur noch hier irgendwas machen. Und zwar mit der Angel. Oder was? Na los. Ich angle mir einen Troll. Ich angle mir... Was ist das denn hier? Ein Schlafsack? Nee, ich klicke hier rum wie wild gerade. Aber mit der Angel können wir nichts machen. Wozu haben wir denn die Angel gekriegt hier? Ich gehe nochmal zurück. Ja, ein ewiges Hin und Her hier. Oh, der Zucker spielt. So, rein da. Da rein. Und jetzt laufen wir hier mal nach unten. Da die 19 Minuten jetzt auch schon wieder rum sind, meine lieben Freunde. Probiere ich jetzt noch einmal etwas aus. Da mit Fenster, können wir den beangeln oder sowas? Nee. Ich krieg eine Krise hier. Hier unten die Irrlichter können wir auch nicht beangeln. Tja, meine Freunde der schlechten Unterhaltung, dann sage ich mal, wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein. Bis denne.